Staus mit der Angabe. Jetzt die kurze Variante, waren sie darauf vorbereitet diesmal auf Thormann. Auch Brand bleibt am Block hängen. Jetzt hat Schwerin einfach mal aufgelöst mit Hanke. Versuchen sie jetzt neu. Aber Prost ist es, die hier den Punkt macht und die gehört zum SV Sinsheim. Und so ein wenig geht hier die Angst um in Schwerin, dass die erneut in schwarz gekleideten baden-württembergischen Mädchen hier den Schwerin in den Schneid abkaufen könnten. Nadja Schaus, 2:2. Man hat doch vom Samstag noch zu gut das Spiel gegen Stuttgart in Erinnerung. Was man am Ende 3:2 nach Sätzen verlor. Schaus. Und er war zu weit, 3:2 für Sinsheim. Julia Pruss mit der Angabe. Und das war eine gute Angabe. Adlerova zu weit. Punkt für Sinsheim. 2:4. Tora Alexandersson am Rande. Im Gespräch mit seinem Co-Trainer. Wirkt ein wenig ratlos und jetzt sogar das Ass von Prus. 2:5. Und jetzt sehen wir etwas, was wir am Samstag gesehen haben von Stuttgart. Nämlich dieses lange Zusammenstehen im Kreis. Sich nochmal. Die Mädchen, die sich jetzt selber noch mal versuchen zu motivieren, hochzuziehen, die in die Konzentration zu bringen. Und wieder eine schlechte Annahme. Und 2:6. Alexandersson nach kurzen Worten. Zu seinem Mädchen setzt er sich wieder hin und jetzt wollen wir gucken. Adlerova bleibt wieder im Block hängen. Aber das Spiel geht weiter. Die Sinsheimer bleiben hier, die sind kämpferisch mehr da. Und den hat Völker schön geholt. Schaus jetzt aus der Mitte, bleibt im Block hängen, schön rübergelegt. Und dann kommt sie nicht mehr hin, die gute Luise Mauersberger. Punkt für Schwerin. Aber da hat man auch, trotz dass der Punkt nach Schwerin geht, hat man ganz klar gesehen, wo hier der Unterschied im Spiel liegt. Sinsheim kämpft um jeden Ball, holen die Bälle und damit auch die Punkte. Anja Brandt. Oh. Auch da wieder die Sinsheimer bringen den Ball zumindest rüber. Schlecht gespielt. Adler Robba bringt den Ball rein und jetzt aus dem Mittelfeld, da muss der Block stehen. Und Prost mit dem Ball zu weit, 4:6. Glück für den Schweriner SC. Das war nicht das erste Mal, dass hier ein Raunen durch die Zuschauer gegangen ist. Und Prost durch den Block durchgeschlagen, da darf eigentlich keine Lücke mehr sein, Adlerrauber. Bleibt der Block stehen und da sind sie sich uneinig. Mukelki und Staus. Da klappt die Kommunikation nicht. Wusste niemand, wer hingehen soll. Und dann gibt es den Punkt für Schwerin. 5:6. Und erneut die Auszeit genommen. Diesmal von Sinsheim. Und ich weiß nicht, ob das so clever war, weil Schwerin, auch wenn sie hier die Punkte geholt haben, wirken total verunsichert. Und jetzt gibt er dem Tore Alexandersson noch einmal die Möglichkeit, nochmal weiter auf seine Mädchen einzuwirken, sie nochmal ein wenig neu zu motivieren. Nachdem sie auch die Punkte geholt haben, können sie das jetzt sagen lassen und die Euphorie
mitnehmen in die nächsten Ballwechsel bis zur technischen Auszeit. Anni am Rand. Und da sind sie sich wieder uneinig. Auf Sinsheimer Seite. Und die Möglichkeit jetzt für Schwerin. Große Variante. Aber Kaufeld kriegt keinen Druck in der Ball. Aber Mauersberger kriegt Druck in der Ball. Schlägt durch den Schweriner Block durch. 7:5 für Sinsheim. Und die können ihr Glück hier gar nicht fassen. Marisa Field. Adlerova in den Block geschlagen, von da aus ins Aus. Punkt für Schwerin. 6:7. Und nun folgt der Wechsel, der sich schon im zweiten Satz angedeutet hatte. Marie Frey kommt für Denise Hanke. Vormann. Eine kurze Variante, Osterlo. Und er ist weg. Das war ein fulminanter Schlag von Mukelki. Und die Abwehraktion geht ins Aus und damit technische Auszeit. Da 8:6 für Sinsheim. Und man hört eigentlich nur noch eine vereinzelte Trommel hier in Schwerin. Ansonsten spricht das Schweigen. Und das ist deutlich. Auf Sinsheimer Seite sind sie sehr zufrieden. Da wird gar nicht so viel gesagt. Wird nur auf Kleinigkeiten hingewiesen und versucht genau diese Linie beizubehalten. Denn mit der ist scheinbar einiges möglich. In Schwerin. Und Alexandersson mit vollem Körpereinsatz. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist dabei. Er appelliert an die Einstellung seiner Mädchen. Das hat er nach dem Pokalspiel beklagt. Und das haben die Mädchen auch selber beklagt. Aber so ganz beherzigt haben sie es nicht. Mauersberger. Mit der Angabe. Das war eine gute Angabe. Aber Schaus kriegt den Ball rüber. Und Sinsheim kriegt den Ball wieder übers Netz und kriegen ihn jetzt sogar zurück von den Schwerinerinnen. Schaus mit der Kurzvariante. Adlerova. Durch den Block durchgeschlagen, niemand dran, der Ball zu weit, Punkt für Sinsheim, 6:9. Mauersberger. Und die macht es direkt, Adlerova kriegt den Ball nicht hoch. 6:10. Aber in dem Angriff davor, da hat man nochmal gesehen, genau das, was Alexandersson angesprochen hat und das, was ich vorher auch schon sagte. Sinsheim kämpft hier um jeden Ball, holen sich die Bälle und machen letztendlich die Punkte dann. Und die kurze Variante von Frick scheitert am Block von Osterloh und erneut Auszeit wieder genommen vom Schweriner SC. Thank you.
Ja, man versucht hier mit Musik ein wenig die Arena noch mitzuziehen, aber so viele sind es dann nicht, die da mitziehen. Der Schock sitzt noch tief, Mauersberger mit der Angabe. Völker kann ihn holen. Und da wurde rübergegriffen, so habe ich es gesehen. Sagen die Schiedsrichter, bevor überhaupt der Schlag vom Kaufeld kam. Punkt für Schwerin. Sieben zu elf. Frick auf Kaufeld. Kaufeld kommt da gar nicht so richtig hin. Und der Ball war aus meiner Ansicht nach. Und das sieht auch der Schiedsrichter so. 8 zu 11. Er sieht ein klein bisschen besser aus, was Schwerin da macht. Aber Sinsheim bleiben nie in ihrer Linie. Schlecht geholt. Aber wir bringen den Ball rüber. Und Frick auf Kaufeld. Also schön durch den Block durchgeschlagen. Wieder Frick mit der Variante auf Schaus. Und die macht den Punkt. Der Ball eigentlich ein bisschen weit. Schwierig für Schaus, aber das macht sie gut. 9 zu 11. Wechsel auf Sintheimer Seite. Osterloh geht von der Platte. Nora Götz. Kommt für sie. Adlerowa. Bruce geht da gerade so weg, entscheidet sich kurz vorher erst. Der Ball ist zu weit und Thomsen kommt für Adlerowa. Der Punkt geht an Sinsheim und Tonja Okelki. Mit der Angabe. Und erneut geht die Sprungaufgabe der kanadischen Nationalspielerin ins Netz. 12 zu 10. Kaufeld bei der Angabe. Und Bruss nimmt den Ball an, bekommt ihn wieder und dann durch den Block durchgeschlagen. Punkt für Sinsheim. Gut gespielt. 13-10 für die Baden-Württembergerinnen.